Ole, 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 ola. Der FCK ist wieder da. Ole, 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 ola. Die roten Teufel sind wunderbar. Ole, zweite Liga, willkommen. Mein Manager ist die Nummer 1. Leon's Life. Fantastic. Willkommen hier aus Fulda, aus dem Garten von Peter Hohmann. Ich meine, wer ihn mittlerweile noch nicht kennt, der lebt irgendwie hinterm Mond. Auf jeden Fall, ihr könnt sehen, Peter Hohmann ist leidenschaftlicher Kaiserslautern-Fan und Kaiserslautern ist aufgestiegen in die zweite Fußball-Bundesliga. Der FCK ist wieder da. Ole, 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 ola. Die roten Teufel sind wunderbar. Auf jeden Fall, ich wollte dem Peter kurz zwei, drei kleine Fragen zum Aufstieg stellen. Ja, mein Manager. Frage Nummer 1, hättest du damit gerechnet, dass Kaiserslautern aufsteigt? Ehrlich gesagt, ich habe das Hinspiel gesehen, live, war ich sehr enttäuscht. Ich habe gedacht, oh nee, dann habe ich das Rückspiel, das geht in die Hose. Und ich habe spätestens gehabt am Rückspiel und ich habe es nur im Handy verfolgt während der Arbeit. Und ich war positiv überrascht. Da ging auf einmal Tor. Ich habe gesagt, oh, ich habe mich gar nicht getraut, aufs Handy zu gucken. Da ich dachte, Scheiße, gucke ich jetzt? Steht es 1-0 oder steht es 0-1? Da habe ich geguckt. Hab ich gesagt, ich habe es auch erstmal weggehalten, so mit einem Auge geguckt, 0-1. Geil! Die Leute haben, die waren alle erschrocken. Alle Fahrgäste im Zug waren erschrocken. So, was labbert jetzt? Also, Lautern führt 1-0. Aber wir müssen noch 30 Minuten durchhalten. Und dann habe ich das verfolgt. Ich habe gefiebert. Ich war putschnass geschwitzt. Ich war fix und fertig. Ich habe drei Hemden durchgeschwitzt. Diensthemden, es waren keine Trikots, es waren Diensthemden. Und auf einmal war die 93 Minuten, es stand 0-2. Ich habe eine Durchsage gemacht im Zug, der FCK ist wieder da. Weil nach dem 0-2 in der 93 Minute war alles sicher. Safe. Safe. Wenn du jetzt die ganze Saison nimmst, jetzt nicht nur die Relegationsspiele, ja, sondern von Anfang an der Saison, hättest du damit gerechnet, dass es so kommen könnte? Auf keinen Fall, von Anfang an nicht. Aber es wurde eine Siegesserie gestartet nach dem 10. Spieltag. Und ich war jeden Spieltag immer sehr optimistisch, bis kurz vorm Schluss. Die letzten 3-4 Spiele haben sie irgendwie grottenschlecht einfach scheiße gespielt. Da habe ich gedacht, mein Gott, was stellen sie wieder an da? Die Braunschweiger, jetzt sind sie wieder vorne dran. Aber gut, die 1860er, ich mag sie zwar auch, aber sie haben auch geschwächelt. Also war der Relegationsplatz noch gesichert. Und dann, oh je, über die Relegation gegen Dynamo Dresden ist es schwer, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, mein Freund. Also schön, dass ich so glücklich bin, sehen wir den Aufstieg. Ohne Scheiß. Eine Sache, die mich persönlich jetzt sehr, sehr interessiert. Was sagst du jetzt zum Transfer von Matteo Rapp, der ja jetzt zum HSV geht? Ist es eine extreme Schwächung im Tor oder denkst du, dass Kaiserslautern das gut ersetzen kann? Also, ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ihr wechselt von einem Zweitligaverein zu einem Zweitligaverein nach Hamburg. Gut, ich habe jetzt mit Hamburg jetzt keine Ambitionen. Ich habe auch nichts gegen Hamburg jetzt zwar. Ich bin einfach nur enttäuscht eigentlich. Ja, verständlich. Weil. Das sehr gut ist. Warum? Der hat ja eigentlich. Er ist ein Garant für den Aufstieg. Richtig. Und er ist ein super Torhüter. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, warum wechselt er jetzt? Wahrscheinlich nur wegen. Es geht nur wegen der Kohle. Nur wegen der scheiß Kohle. Aber in Geld und B kann es ja auch sein, dass es schon vorher fest war, bevor wir feststellen, dass Kaiserslautern aufsteigen könnte. Das kann ja auch sein. So, dann hätte er noch ich kenne die Verträge, wie das läuft, weiß ich nicht. Aber denkst du, dass sie den gut ersetzen können? Oder denkst du, das wird unmöglich? Ich hoffe, weil Lautern weiß ich aus Tradition, sie haben schon über Jahre, Jahrzehnte immer einen sehr, sehr guten Torhüter gehabt. Immer schon. Von Ehrmann bis heute, seit Jahrzehnten immer gute Torhüter gehabt. Auf jeden Fall. Und das Torhüter sind Nummer 1. Was denkst du jetzt im DFB-Pokal? Ihr seid jetzt dabei gegen den SC Freiburg, den DFB-Pokal-Finalist. Was rechnest du dir da aus? Ist da was machbar? Also ich finde schon mal sehr gut, dass es schon mal ein Heimspiel ist. Das ist schon mal richtig geil. Auf jeden Fall, ja. Und ausverkaufter Betze wahrscheinlich dann. Richtig. Ausverkauftes Haus. Und Freiburg ist eine Traditionsmannschaft. Nachbarschaft, Derby. Also ich denke mal, wenn es gut läuft, ist es machbar. Freiburg ist ein gutes Los, ein perfektes Los ist das. Ist machbar. Ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die man noch schlagen kann. Besser jetzt man kann sie schlagen, besser wie Bayern und Dortmund. Keine Chance, aber Freiburg ist machbar. Und voll auf ausverkauftes Haus, perfekt. Also ich finde es ein sehr gutes Los. Kevin Großkreuz an der Stelle, ne? Unser Dortmunder Urgestein. Stimmt, ist da verantwortlich. Außer Schalke das Los fand ich alles scheiße. Also Schalke, scheiße. Der fand alles gut bis auf alles gut, außer Schalke. Schalke, scheiße.
Nee, das hat er gesagt. Er hat gesagt, bis auf eine Kugel haben sich alle sehr gut angefühlt. Sehr, sehr gut. Bis auf eine Kugel. Ich habe das live verfolgt, das DFB-Pokal Auslosung der Zone. War sehr gut. Und das Kommentar, den Kommentar fand ich auch sehr geil. War sehr gut. Bis auf eine Kugel haben sich alle gut angefühlt. Ja, klar. Gut angefühlt, ja. Hast du einen festen Lieblingsspieler bei Kaiserslautern? Ist da irgendeiner, den du jetzt besonders magst? Also ehrlich gesagt, ich habe den Torhüter habe ich sehr, 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 sehr gut gefunden. Leider, dass er jetzt wechselt. Ja. Dann kam noch der Beuth, den sie jetzt geholt haben. Oh ja. Der war auch sehr gut. Der hat sehr viele Tore gemacht. Der hat sehr viel dazu beigetragen. Und ich denke, es war ein, wie heißt das, ein geschlossenes Mannschaftsverhältnis. Also geschlossene... Hat sie funktioniert, sagen wir so. Das Team war einfach geil. Gutes Team. Das Zusammenspiel, das Team war einfach geil. Ja. Und ich war selber überrascht, dass sie es überhaupt gepackt haben. Ich hätte niemals damit gerechnet von Anfang an der Saison. Sehr gut. Deswegen sind wir heute hier und feiern den Aufstieg. Das ist nämlich der Grund. Heute feiern wir den Aufstieg. Heute wird der Aufstieg gefeiert. Ihr merkt schon, der Peter hat schon ein bisschen langen Tag hinter sich. Der hat schon ein bisschen gefeiert. Andere Leute sind auch noch da. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Mann, vielen Dank für die Zeit, dass du dir nochmal fürs Interview. Mein Manager Leons live, der geilste Typ und mein Manager. Was Besseres kann ich mir nicht vorstellen auf dieser Welt. Ich gehe davon aus, jeder, der meinen Kanal verfolgt, der sollte Peter mittlerweile eh schon kennen. Sonst, keine Ahnung, lebt ihr hinterm Mond oder so, wenn ihr den noch nicht kennt durch meine ganzen Videos mit ihm. Aber auf jeden Fall hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch alles Gute in der zweiten Liga. Mich auch. Dortmund könnte jetzt momentan keine Konkurrenz machen. Die sind ja in der ersten und der dritten Liga. Das kommt vielleicht wieder in 2 Jahren, mein Gott. Aber Darmstadt. Aber Darmstadt, unser hessischer Verein, ist auch okay. Und man muss ja auch sagen, die beiden Top-Favoriten aus der zweiten Liga sind ja auch wieder aufgestiegen mit Bremen und SL4. Also stimmt, die zweite Liga ist. Also ich bin mir eigentlich nur froh, Klassenerhalt. Klassenerhalt ist das Ziel einfach nur. Ich rede nicht von der ersten Liga. Für mich erzählt nur einfach der Klassenerhalt. Und da bin ich schon glücklich mit. Hauptsache nicht wieder Relegation um Abstieg. Oh, das wieder gegen Dresden. Wieder gegen Dresden. Das wäre scheiße, aber okay. Alles gut, ich bin zufrieden, mein Manager zufrieden, alles ist top. So, ich habe natürlich passend zum heutigen Tag für die Einladung und zum Aufstieg natürlich ein kleines Geschenk für dich vorbereitet. Wie, noch ein Geschenk? Was? Noch ein Geschenk? Was? Tust du doch mal, jetzt musst du dich lachen. Doch, du hast mir schon genug geschenkt heute. Zwei Kisten, noch mal, noch ein Geschenk. Mach nochmal. Wie, nein? Weiter, komm. Okay, ich mach nochmal. Ja. Nein, das ist doch gut. Das ist gut. Okay, dann lass es drinnen. Ja. Also, egal, ich habe auf jeden Fall noch ein Geschenk für dich. Wie, noch ein Geschenk? Noch ein Geschenk, ja. Nee, das ist ja dein Ernst. Was? Ja. Hier, das ist noch für dich. Was ist das? Das ist ein Teller? Ach nee, was? Hier wohnt... Wie geil ist das denn? Hier wohnt ein Kaiserslautern-Fan. Jawohl, zeig's. Wie geil ist das denn hier? Freunde! Das hast du noch nicht. Ich hoffe, das kannst du gebrauchen. Guck mal hier. Von meinem Manager. Geil. Jawohl. Hier wohnt ein Kaiserslautern-Fan. Das kannst du dir jetzt vielleicht irgendwie an die Tür hängen oder so. Die Nummer 1 hier. Geil, vielen Dank. Vielen Dank hier. Bitteschön, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. Ich danke dir für den schönen Tag. Gerne, immer wieder. Langsam lassen wir den Tag irgendwann ausklingen. Wir waren vorhin mal ein bisschen im Pool. Das war auch ziemlich geil. Ja. So im Whirlpool war ich auch schon ziemlich lange nicht mehr. Das soll es auf jeden Fall von dem heutigen Video gewesen sein. Checkt gerne mal Peter auf Instagram aus. Ja, der hat tatsächlich Instagram. Der Name ist hier mal verlinkt. Ich brauche noch die Visitenkarten noch. Und die Visitenkarten werden demnächst für ihn auch noch gemacht. Der wollte nämlich unbedingt Visitenkarten haben, die er im Zug verteilen kann. Wird auf jeden Fall weil gemacht. Weil ich habe keine Ahnung, dafür habe ich einen Manager, der regelt das schon für euch. Jawohl, so sieht's aus. Und ich freue mich auf 1000 Zusprüche von euch. Ihr seid einfach die Geilsten. Ja, siehst du, ihr habt's gehört. Geilsten Leute seid ihr. Ihr seid die Geilsten. So. Ein Prost auf euch. Der beste Zugbegleiter Deutschlands lobt unsere Community. Auf euch, auf Deutschland. Prost. Und Prost. Auf den FCK. An der Stelle war es das mit dem heutigen Video. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Abonniert mich gerne. Das ist eigentlich genau dasselbe, aber egal. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen unter dem Video, wenn es euch gefallen hat, abonnieren. Mir und Peter gerne mal auf Instagram abchecken. Macht das einfach. Er regelt das schon. Und er sagt mir alles, wie es abgeht. Ich freue mich. In dem Sinne habe ich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer... Und ein Prost auf euch. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. 1, 2, 3, Sofa. Bis bald, Freunde. In dem Sinne habe ich nichts mehr anderes übrig zu sagen, außer... Ich habe fertig. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis bald, ich freue mich. Nur der FCK. Prost.